Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Es sieht nicht so rosig aus. Die UBS hat die Woche ihre Zahlen präsentiert und hat beim Gewinn einen Einbuss von 64% hinnehmen. Das sind rund 300 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Ja und? Meine... Roger Federer, Ihre Meinung? Ja, mein Gott, wegen 300 Millionen muss man kein Geschrei machen, oder? Ich habe das auch schon gehabt, aber dann habe ich einfach wieder so eine langweilige Scheiße Sunrise-Werbespot gemacht und dann habe ich alles einen Tag wieder drin gehabt, oder? Meine, ist kein Problem. Also ein Spot fürs und dann ist das Geld wieder drin gewesen? Ja, gut, ich meine, musst du einen richtigen Werbepartner haben, oder? Nicht so wie der Stan, so mit einem Scheiß wie sie leben, oder? Ich meine, schau mal an die Brille, das ist eine Katastrophe-Kacke, die man den Stan muss tragen, oder? Nicht mal für 300 Franken, oder? Das ist keine Gage, sondern Schmerzensgeld, oder? Wir gehen wieder zurück zu den Banken. Das geht gar nicht. Ja. Grüne Politiker Bastian Giraud, Sie sind ja immer einer der grössten Kritiker. Ja, was sagen Sie zu dieser Performance von der UBS? Ja, also wir von der Grünen Partei finden, dass Banken eine einzige Kaufkennungsanlage sind, wenn man weiss, dass es in einer 1000 Knoten und 50 Gramm cadmiumhaltige Papierfasschen aus wild gerodeten Baumbeständen aus dem Amazonas haben, dann muss man die Banken jetzt sofort stoppen. Jeder Franken, der durchs Chemikat belastet die Umwelt mit CO2. Ja, was soll machen. Ja, aber ich verlange, dass alle Papiernötchen darum neu durch kiloschwere 1000 lieber ersetzt werden. Die haben über 80 Jahre lang auf einem minderen Papierverschleiß. Geld scheint an anderen Orten immer noch in rauen Mengen rumzuziehen. Im Silicon Valley, zum Beispiel bei den Computerfirmen, sollen Praktikanten ja bis zu 10'000 Dollar im Monat verdienen. Der Bundesrat meint, dass so viel Geld nicht gut für die Gesundheit des jungen Menschen, gerade alte, junge Menschen und junge, alte Menschen sollten beim einkommenslosen, bedingungshängigen, bei Einkommens... Herr Bundesrat, einkommenshängigen, losbedingten, was wollte ich sagen, wie heiß ich, was komme ich her? Herr Ramann, nehmen Sie doch einfach mal bitte schnell Platz. Das waren die Lottozahlen ohne Zusatzzahlen, das ist im Rahmen des Möglichen. Es kommt schon wieder gut übrigens. Das kommt dann schon wieder gut. So, zum Schluss, nach dieser etwas chaotischen Sendung jetzt noch das. In Basel sollen ja in einem Schulheim die Betreuer noch mehr Ferien bekommen, wenn sie nicht rauchen. Genau. Wie ist es denn eigentlich hier bei unserer Runde überhaupt? Haben wir hier noch jemanden, der wirklich so echt ein Raucher ist im Studio? Also, ich sage mal, ich rauche heute etwa zwei Päckchen. Vujo Gavric, zwei Päckchen, das ist aber heavy ungesund. Nicht unbedingt, ich rauche nur ein Päckchen. Zige es gehe immer mit meinen Brüdern. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker.